So, man sieht das so ein bisschen am Bildschirmrand. Ich bin fast zu Hause angekommen. Schier endlose Weiten. Ist jetzt nicht so wie in der Ukraine, aber die Flächen hier sind schon groß und die Straßen sind gerade. Ja. 5,5 Stunden Autofahrt über Land liegen hinter mir. Ich habe die Ölsaaten sicher zu mir an die Mühle bringen können. Bin da sehr froh drum. Ich bin mit 350 Kilo überladen. Das bei einem 600 Kilogramm Anhänger, ich glaube, das gibt Punkte, wenn man mich da angehalten hätte. Gut, dem ist also nicht so. Ich werde jetzt erstmal eine Tüte Schlaf zu mir nehmen, denn die letzten zwei Nächte waren sehr aufregend und da habe ich nicht so viel geschlafen. Naja, und dann morgen ist der Plan, die Ware zu meinem Nachbarn zu fahren. Das ist nochmal ungefähr eine gute halbe Stunde von mir entfernt. Der betreibt mit seiner Frau einen Demeterbetrieb und hat selbst noch ein Lohnunternehmen. Und er hat zugesagt, die Ware reinigen zu können. Denn ohne Reinigung, da sind jetzt noch Steine drin, da sind Erden drin, möchte ich die und kann ich die auch schlecht durch die Mühle bringen. Das ist alles andere als appetitlich. So, jetzt die Zielgerade und ganz, ganz ehrlich, ich freue mich wirklich riesig, wieder zu Hause zu sein. Westfalen in allen Ehren. Aber hier der Osten, der ist jetzt mittlerweile ja zu meiner Heimat geworden. Wenn ich die A9 überquert habe, dann bin ich wirklich im Landeanflug. So, guten Morgen. Ich bin jetzt unterwegs mit meinem Elektro-Anhänger hinten dran, 143 Kilometer Reichweite, zu Daniel. Das ist, ja, wenn man so will, der Nachbar, der jetzt die Ölsaaten für uns reinigen wird. Bin mal sehr gespannt, ob er das sofort machen will, kann, oder ob ich jetzt einfach nur ablade und dann irgendwann die gereinigten Ölsaaten abhole. Ja, wir werden gleich am Hof ankommen und dann nehme ich euch mal mit der Kamera mit. So, ich fahre jetzt gleich zur Reinigung durch. Da bin ich ja mal gespannt. Sonnenblume. Super. Oh, zieht das hier. Wo gibst du es denn hin? Hier vorne vor? Ja, okay. Alles klar. Was passiert jetzt? Daniel, kannst du mir das erklären? Wir reinigen das. Das ist meine Computer-Unit. Können die Drehzahl von den Schnecken und von den Ketten alles steuern. Okay. Ja, das ist alles mal da. Bei Kälte machen die manchmal ein bisschen schlapp. Ja. Dann gehen die hoch und dann kommen die durch die Reinigung und fallen da auch noch aus. Alles klar. Das heißt, wir hängen jetzt das erste Big Pack da rein, ja? Wir schlagen das dran drauf. Okay. So, jetzt werden die Siebe gewechselt. Oh ja.
Das ist jetzt der Hump, der kommt durch den Windrichter hier durch und dann da hoch. Wunderbar. Ich halte jetzt den Wickpack fest, weil der Wind so stark ist. Wunderbar. Sehr gut. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das heute alles so wunderbar läuft. Achtung, jetzt geht's los! Das war's. Jetzt musst du aufpassen, dass hier kein Hanf wächst. Jetzt schaue ich gleich mal auf den Zeitstempel. Das war gefühlt eine Stunde, die wir hier verbracht haben. Es kann aber durchaus sein, dass zwei Stunden draufgegangen sind dafür. Ich habe folgenden Hinweis bekommen. Der Daniel meint, bei der Verarbeitung habe der Hanf nicht gestaubt. Das bedeutet, er befürchtet, dass die Restfeuchte von dem Hanf noch etwas zu groß ist. Das werde ich jetzt gleich mal testen, indem ich den Ofentest mache. Ofentest bedeutet, 100 Gramm von dem Hanf werde ich entsprechend abwiegen, in den Ofen schieben, trocknen und danach wieder wiegen. Und dann schauen wir mal, wie die Differenz ausschaut. Ja, und dann kann man sich auch schon Gedanken darüber machen, wie viel von der Ware ich verarbeiten darf. Ob das jetzt 50 Kilo sind oder 100 Kilo oder was auch immer. Übrig geblieben, netto, sind jetzt 2/3 Säcke von diesen großen Big Packs.